Heute bei Wer weiß denn sowas? Steffen Henze im Team mit Bernhard Hoeken. Und die beiden spielen gegen Frank Rosin und Elton. Das Kochduell, es geht los. Herzlich willkommen, guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Wer weiß denn sowas. Bei uns geht es ja immer hoch her, aber ich glaube, heute geht es noch ein bisschen höher her. Denn bei diesen beiden Gästen, da wird heute so einiges zu erwarten sein. Steffen Henze und Frank Rosin. Ja. Und Steffen, ich bin speziell bei dir gespannt, ob du das wusstest. Denn ich habe gleich was Spannendes für Sie. Wussten Sie eigentlich, dass der Schwarzwald Anfang des 19. Jahrhunderts fast komplett abgeholzt war? Und wenn Sie jetzt fragen, warum ich denke und frage, warum Steffen das weiß. Nein, aber du bist ja im Schwarzwald geboren. Das stimmt, das stimmt. Aber ein bisschen später. Aber hat dir nie irgendjemand erzählt, dass das mal wirklich so war? Der war mal komplett weg. Musste erst in diese Sendung kommen. Ja, ja. Wahnsinn. Und heute Premiere bei uns. Frank Rosin zum ersten Mal bei uns. Ja. Super. Ui. Aber lieber Kai, hättest du nicht jemand anders einladen können? Wirklich? Ja. Mögt ihr euch nicht so? Bitte? Nee, es sollte wenigstens ein Koch anwesend sein, verstehst du? Deswegen haben sie nicht gehört. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du hast ja schon viele Problemfälle in die Spur gebracht. Ja, mal gucken, ob dir das heute auch mit Elton gelingt. Das machen wir. So, wir schauen mal auf die Zuschauerverteilung. Unser Publikum im Studio hat sich wie folgt heute entschieden. Hinter Bernhard und Steffen Henze sitzen 69 Zuschauer. Und hinter Elton und Frank Rosin 55. So, dann werfen wir jetzt gemeinsam einen Blick auf die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die Kategorien heute sind Straßenverkehr, Insekten, damals, Trick 17, das Fragezeichen, deutsche Sprache, Neuheit, Polizei, total genial, Grünen, Bauwerke und Down Under. Total genial. So, es sitzen ein paar mehr hinter euch. Ihr dürft beginnen. Wir nehmen die Polizei, dein Freund und Helfer. Die Frage dazu. Die von Scotland Yard seit 2015 eingesetzten Super Recognizer sind A. Trüffelschweine, die feinste Sprengstoffspuren erschnüffeln, B. Roboter, die anhand von Augenbewegungen eine Lüge registrieren oder C. Menschen, die 80% aller jemals gesehenen Gesichter wiedererkennen. So. Also erstmal hatte ich ja doch gehofft, dass es um die deutsche Polizei geht. Habe ich auch gedacht. Also meine erste Intention ist B, weil ich glaube, dass die bei der, sag schnell, wenn sie von fernen Ländern kommen am Flughafen, Passkontrolle, dass bei diesem Scan, wenn bei diesem Interview, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, das wäre so das, wo ich sagen würde, dass das in diese Richtung geht. Ich meine, Menschen, die 80% aller jemals, das ist, glaube ich, schwierig. Das kannst du schlecht schwer messen. Naja, also Trüffelschweine schließen wir beide aus. Die gibt es schon ewig. Das ist schon Schweine, das machen. Es gibt schon lange. Vielleicht hat Scotland ja jetzt erst damit angefangen. Ja. Also Roboter, die anhand von Augenbewegungen eine Lüge registrieren. Und da bist du jetzt bei der Passkontrolle. Bei der Passkontrolle. Bei der Immigration, wenn du reinkommst. Mhm. Und dann werden Fragen gestellt. Und dann sozusagen, ob es da so einen Scan auf dem Auge gibt. Oder bei irgendwelchen, das ist ja, obwohl wir sind ja gerade beim Flughafen, muss man ja gar nicht. Nee, eben, wir sind nämlich ganz normal beim, ich glaube, ich bin eher bei C. Also ich weiß, dass es, habe ich auch mal einen Bericht drüber gesehen, dass die beim, das ist allerdings eher aus Deutschland gewesen, beim Feststellen von so Videomaterialien, also beim Überprüfen von Videomaterialien, Leute einsetzen, die aus irgendwelchen Gründen besonders gut und besonders schnell Körper wiedererkennen, Gesichter wiedererkennen, die woanders schon mal waren. Also die irgendwie eine besondere Wahrnehmungsfähigkeit besitzen. Aber warum sollen sie die einsetzen? Naja, um halt Videos zu überwachen. Da ist halt ein Typ, die zeigen, der guckt sich dann ein Gesicht an. Und dann guckt er sich Videos an und erkennt der sehr schnell auf Überwachungsvideos. Wenn es Anschlag hat, dass er durchguckt? Genau.
ist gerade Terror und so was. Ja, komm, dann lass nehmen. Er hat mich überzeugt. Ich habe ihn überzeugt und deshalb nehmen wir C. Yes. Ja, also, wenn du dich da reinquatschen lässt in die Nummer, Steffen, dann nehmen wir das. Das hört sich nicht gut an. Was jetzt der Roboter ist. 2015 gründete Scotland Yard die weltweit erste Einheit von Super Recognizern. Menschen, die Gesichter wiedererkennen, die sie nur einmal gesehen haben. Ein Foto reicht und der Super Recognizer durchsucht Videomaterial, bis er die Person identifiziert. Die Trefferquote der Spezialeinheit ist heute tatsächlich höher als jede Computersoftware. Mehrere tausend Verdächtige in ungeklärten Kriminalfällen wurden anhand von Überwachungsvideos ausfindig gemacht. Die ersten 500 Euro. Man muss auch zulassen können. Ja. Man geht davon aus, dass nur 2% aller Menschen diese Fähigkeit hat. Also eine Fähigkeit, die kann man nicht erlernen, die hat man quasi als Gabe. Alles klar. Ja, spannend, genetisch. Auf jeden Fall spannend. So, die ersten 500 Euro. Bei euch noch nicht? Ja. Straßenverkehr. Autofahrer sollten bei Regen und Nässe besonders auf der Hut sein, wenn A. auf der Straße keine Schaumspuren zu sehen sind, B. auf den Pfützen kleine Wellen zu erkennen sind oder C. die Spur des vorderen Wagens schnell im Wasser verschwindet. Seid ihr ja. beide im Besitz eines gültigen Führers? Ja, ja. Ja, wieder. Ich hoffe. Ich sag, also auf der Straße keine Schaumspuren zu sehen sind. Das ist ja nur Blödsinn. Eigentlich muss man doch eher aufpassen, wenn da Schaumspuren zu sehen sind. Weil dann ja, ist da irgendwas Laugen- oder Seifenmäßig. Genau, gerade im Herbst zum Beispiel, wenn Laub die Bäume verlässt und sich das dann mit dem Regen vermischt, dann wird es ja meistens schmierig und glitschig. Ne? Ja. Und da kann es ja schon mal sein, dass durch die Vergärung der Blätter sowas entsteht. Auf Pfützen kleine Wellen zu erkennen sind. Erstmal, also wie schnell oder wie langsam muss man fahren, um kleine Wellen zu erkennen? Ja, das Problem ist, glaube ich, dass die Welle eine bestimmte Tiefe darstellt, der Pfütze, und dadurch vielleicht Aquaplaning entstehen könnte. Ah. Ja, Aquaplaning ist ja dann die Schicht zwischen Boden und Reifen, ja, dass du mit dem Reifen nur auf Wasser bist und dadurch der Reifen keinen Grip mehr hat. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, du fährst, sagen wir mal, selbst wenn du in der Stadt 50 km/h fährst, wie erkennst du da an einer Pfütze kleine Wellen? Das stimmt. Und die Spur des vorderen Wagens schnell im Wasser verschwindet. Das heißt also, der fährt und dann sind die Reifenspuren und wenn die sofort weg sind, ist das nicht gut. Aber warum ist das nicht gut? Weil dann zu viel Wasser dann auch auf der Straße ist? Ja. Oder kann das sein, ich meine jetzt mal ganz anders gedacht, dass der Wagen vor dir ein schlechtes Profil noch hat? Ja. Und dadurch nicht mehr so viel Wasser verdrängen wird, dann weißt du, der Vordermann hat kein gutes Profil. Wenn der jetzt bremst, alter Schwede, das geht nicht gut. Ja, das stimmt. Wir nehmen C. Meine Herren. Jetzt muss es nur noch richtig sein, also für einen gelungenen Einstieg, für Frank meine ich. Autofahrer sollten bei Regen und Nässe auf zwei Phänomene besonders achten. Sind auf der Fahrbahn Schaumspuren zu sehen, ist dies ein Zeichen für einen gefährlichen Schmierfilm. Verschwindet die Spur des vorausfahrenden Wagens sehr schnell im Wasser, deutet das auf tiefe Spurrillen hin. In ihnen bilden sich große und tiefe Wasserpfützen, sodass das Aquaplaning-Risiko besonders hoch ist. In beiden Fällen sollte das Tempo gedrosselt und zusätzlicher Sicherheitsabstand eingehalten werden. Antwort C ist richtig, ja! So, auch für euch die ersten 500 Euro. Ich dachte, das ist Scheiße! Genau. Oh. Ja, so, weiter cool, geht's. Ja. Wir nehmen Down Under. Yes. Wenn wir Glück haben, hat's was mit Australien zu tun. Ja. Die in Australien gelegene Farm Anna Creek Station A. ist eine der bekanntesten Filmkulissen aller Zeiten. B. ist größer als Mecklenburg-Vorpommern. Oder C. beherbergt den gefährlichsten Streichelzoo der Welt. Boah, das kann echt. Das kann alles drei sein, ne? Also bekannteste Filmkulisse aller Zeiten. Das ist doch. Da muss es ja. Dornfell oder was ist das? Oder. Ja, ist das die bekannteste Filmkulisse aller Zeiten? Das muss ja so ein richtiger Klassiker sein. Ein richtiger, ne? Ein richtiger. Der in Australien gedreht wurde. Was wäre denn die bekannteste
Also ich würde bei einer bekanntesten Filmkulisse aller Zeiten würde ich leider an was anderes denken, an den Eiffelturm oder selbst Rom oder irgendwas. Ja, oder was, ich sag mal, die aufgebaute Stadt von Krieg der Sterne oder sowas. Das ist ja in der Wüste aufgebaut, nicht da. So, genau. Oder vielleicht sogar irgendwelche Western. Ja. Okay, würden wir erstmal. Kurz was zu sagen. Größer als Mecklenburg-Vorpommern. Australien ist sehr groß. Da ist Platz für Mecklenburg-Vorpommern. Mehrfach. Platz für Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Aber. Anna Creek Station. Und das. Das hört sich ja an wie eine. Hört sich das an? Die Station klingt nicht nach einer Farm. Nee, ist was anderes, ne? Station ist sagen, sowas wie, also ich würd, Station ist jetzt natürlich eine Bahn, zu direkt übersetzt. Ist platt, ne? Bahnstation oder so, aber der gefährliche Streichelzoo wird Sinn machen, weil es gibt da viele gefährliche Tiere. Ja, es gibt in Australien, den, ne? Von den 9, von den 10 giftigsten Tieren der Welt leben 9 in Australien. So. Und trotzdem fahren Leute da freiwillig hin. Also, ja. Das weiß Bernhard. Nee, das ist ja nur ein kleiner Hinweis. Das wäre eine gute Frage gewesen für uns. Also tendenziell, wenn du sagst, von 10 leben 9 da, dann würde der Streichelzoo eigentlich Sinn machen. Ja, da haben die bestimmt auch Krokodile, die man da streicheln kann und Kängurus und sowas. Ja, dann nehmen wir C. Ja. Nimm C. Achso, ja. Ja, die 9 wolltest du jetzt noch wechseln? 9, nein. 9 der 10 gefährlichsten Tiere und die kann man da alle streicheln in der Anna Creek Station. Schon klar. Im Bundesstaat South Australia liegt die 1863 gegründete Anna Creek Station, eine auf Rinderzucht ausgerichtete Farm. Abhängig vom jährlichen Niederschlag in der trockenen Region können einige 10.000 Tiere dort leben. Mit ihrer immensen Fläche von 23.677 Quadratkilometern ist die Anna Creek Station die mit Abstand größte Rinderranch der Welt. Und größer als Mecklenburg-Vorpommern. Oh. Naja. Ja, aber es war. Was wollen wir jetzt nehmen? War schwer. Ja. Neuheit, ja. Ich würde gerne Neuheit nehmen. Neuheit ist gut, mag ich nicht. Ein schönes Hipster. Eigentlich ist es eher unbeliebte Kategorie, die bleibt oft bis zum Schluss. Essen und Trinken ist ja heute merkwürdigerweise nicht dabei. Ja. Welche verblüffende Erfindung haben Forscher der Pennsylvania State University vorgestellt? Wann alles? A. Sieb, in dem Kleines hängen bleibt und Großes durchrutscht. B. Pinsel, der alte Farbe von der Wand aufnimmt. Oder C. Säge, die verbindet, anstatt zu zerteilen. Ja, alles sehr interessant. Ja. Also, eine Säge, die verbindet, anstatt zu zerteilen. Das ist ja so, also ist mal physikalisch und so schon mal gar nicht möglich, weil es müsste dann ja mit einem Verbindungsstoff stattfinden. Ja, weil es werden ja dort ganz bestimmte Fasern, zum Beispiel bei Holz, durchgesägt und die müsste ich ja dann mit einem Klebstoff oder irgendwie auch immer wieder zusammenfügen. Ne? Also, das ist meines Erachtens. Ja, also das Teilung, die finde ich auch ganz Pinsel, hinter sich. Der alte Farbe von der Wand aufnimmt. Ja, das. Theoretisch kann ich mir das vorstellen, wobei die Farbe ist sehr trocken. Der Pinsel ist feucht, der saugt dann. Der müsste die ja erstmal auffeuchten und dann wieder annehmen. Und Sieb in Kleines hängen bleibt und Großes durchrutscht, das ist ja. Also wann ist das denn erfunden worden? Vor 2000 Jahren oder so? Weil das ist ja, also das ist ja. Ein Kleines hängen bleibt, ein Großes durchrutscht, das ist ja. Nee, das ist eigentlich. Nee, beim Tee bleibt das Kleine hängen, das Große rutscht durch. Was ist denn das Große? Das Wasser oder was? Nee, ja. Achso. Wenn du Tee. Ja, wenn du siebst, geht doch das. Also nee, bleibt Kleines hängen. Ja, nee. Doch. Ja, aber Großes rutscht ja nicht durch. C würde ich auf jeden Fall ausschließen. Ich bin bei A oder B. Ich bin ein bisschen, weil es cooler ist bei A, obwohl ich es mir nicht erklären kann, als bei B. Ja, aber hier steht ja auch, Elton, dass das in einer Universität erfunden wurde. Das heißt, da waren ganz schlaue Leute, die sich was ganz Schlaues einfallen lassen haben, damit wir daran hängen bleiben, weil wir uns das nicht vorstellen können. Ja. Was schließen wir daraus? A. Wir nehmen A. Obwohl wir überhaupt gar keine Ahnung haben, warum. Wir nehmen einfach mal A. Ja, in Ägypten. Antwort D ist übrigens ein Mann, der ein geteiltes Meer wieder zusammenführen kann, das ein anderer geteilt hat. Ah, dann ist also C. Forscher der Pennsylvania State University haben sich an der Selbstheilung einer biologischen Zellmembran orientiert. Sie kann sich öffnen und selbst wieder verschließen.
Sie entwickelten flüssige Membranen aus voll entsalztem Wasser und Seifenlauge, die sich von einem größeren Gegenstand leicht durchstoßen lassen und sich direkt wieder schließen. Wie ein umgekehrtes Sieb lassen sie nur größere Partikel hindurch. Kleine Partikel haben nicht genug Energie, um die Membranen zu durchstoßen. Also bisher ist nichts zu sagen, ne? Es läuft, 1000 Euro auf eurem Konto. Bauwerk oder deutsche Sprache? Was wie du lieber? Möchtest, beides nicht. Beides nicht, wir nehmen deshalb deutsche Sprache. Die deutsche Sprache A besteht zu ca. 10% aus Anglizismen, B ist statistisch gesehen weiblich oder hat ihren Wortschatz in den letzten 100 Jahren halbiert. C kann ich mir gut vorstellen. Ja. Dicker Alter. Besteht weißt du so? Circa 10% aus Anglizismen. Das glaube ich nicht. Das ist, das ist ganz schön viel. Das wäre jedes. Ja. Es wird zwar immer mehr, also wenn man Termine hat und die fangen dann immer an mit ihrem ganzen Gelaber, wo du denkst, das meint er gar nicht gerade. Ja, beziehungsweise auch so Formulierungen. Facility-Management, früher Hausmeister. Also so. Ja, da sind wahrscheinlich auch noch sogar Sachen gemeint wie hart arbeiten, was es im Deutschen eigentlich ursprünglich gar nicht gibt, sondern Happy Hour. Arbeitet schwer. After Hour Party. Aha, ja, ne? Also so Sachen, die auch ja. Sprache lebt und wandert und deshalb, ich glaube, ich würde da eher, dann wäre ich eher bei Französisch bei A. So, ist statistisch gesehen weiblich. Was könnte das denn heißen? Das heißt, dass die meisten Substantive weiblich sind. Die Maus, das Fahrrad, der Mond. Das ist jetzt schon gleich verteilt. Ich mach mal weiter. Ja. Du zählst mit? Ich zähl mit. Fang mal bei A an. Hat ihren Wortschatz in den letzten 100 Jahren halbiert. Das finde ich, also halbieren ist wirklich... Das ist hart. Das ist halbieren wirklich ist viel. Wirklich. Das war aber mein allererster Gedanke. Aber ich finde 50% wirklich viel. Was ist eher dein Gefühl? Nee, du brauchst mich jetzt gar nicht damit reinziehen, weil ich wollte diese Kategorie nicht. Das kannst du jetzt entscheiden. Ja, aber deshalb frage ich ja nach deinem Gefühl. Gefühl wäre ich bei B gelandet. Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich finde, halbieren finde ich echt sehr viel. Halbieren ist hart. Aber ich habe das... Ah, verdammt. Soll ich du willst doch C nehmen. Bernhard, Entscheidung. C. Ui. Ui. Ah, und da hinten wird eingeatmet, einer hat geklatscht, das scheint nicht so ein. Das tut weh, jetzt kommt Baby. Der, die, das. Diese Artikel machen Deutsch zur Herausforderung. Nur 0,1% aller Substantive lassen sich ohne Artikel benutzen, wie zum Beispiel Dornalittchen oder Jura. Joghurt hingegen kann mit allen drei Artikeln benutzt werden, gehört damit aber zu einer Minderheit von weniger als 20 Wörtern. Statistisch gesehen ist die deutsche Sprache weiblich, denn 46% aller Substantive haben einen femininen Artikel. Auf Platz 2 landet der maskuline Artikel mit 34%, gefolgt von neutral mit 20%. Aber guck, Steffen, man geht hier nie dümmer raus, als man die Sendung reingegangen ist. Das stimmt. Ja, das man stimmt. Lernt immer was dazu. Ja. Ja. So, ihr könntet euch jetzt ein Stück weit absetzen. Ja. Total genial. Ja, total genial. Was hilft, wenn ein kleiner Kristallohrring auf dem Teppich nicht wiederzufinden ist? Saugen. A. Sonnenbrille aufsetzen und eine Tageszeitung auslegen. B. Zimmer abdunkeln und ein Smartphone zu Hilfe nehmen. Oder C. Eine Rotlichtlampe und einen Spiegel aufstellen. Das sind ja unsere wunderbaren Alltagstipps. Kann ja jeder mal in die Situation kommen. Okay. Also. Sonnenbrille auf und eine Tageszeitung auslegen. Was soll das? Nee, das verstehe ich auch nicht. Also es muss auf jeden Fall irgendwas mit Licht zu tun. Weil da verdunkelt ja, da wird ja der Strahl, diese Reflexion würde ja noch gefilterter an das Auge ankommen. Von daher... Zimmer abdunkeln und ein Smartphone, ja, weil du punktuell dann auf den Teppich und dann siehst du bling bling. Mhm. Und eine Rotlichtlampe und einen Spiegel aufstellen. Also wo vor allen Dingen aufstellen und wie? Wie ja eben, und wie hoch, was für ein großer Spiegel soll das sein? Ja.
Also B macht echt am meisten Sinn. Entweder nutzt du da tatsächlich vom Smartphone die Taschenlampe oder nur das Displaylicht. Ja. Und dann reflektiert das und dann siehst du... Ich finde, wir sollten da kurz einen Prozess machen und sollten einen... Das heißt ja auch, total genial. Und wir sind im Zeitgeist des Smartphones. Und ich glaube, dass ich mich auch zu etwas anderem nicht hinreißen lasse. Gut, dann werde ich da auch nicht widersprechen und wir nehmen B. B, loggen wir ein. Vielleicht gibt es ja auch eine Kristallohrring-Such-App, die halt... Genau. Ein Ortungsdienst. Wenn ein kleiner Ohrring in einem Zimmer verloren gegangen ist, ist er meist nur sehr schwer zu erkennen. Besonders wenn in dem Raum Teppich liegt. Hierbei hilft ein Smartphone. Einfach den Raum abdunkeln und mit dem Smartphone ein Foto mit Blitzlicht machen. Der Ohrring wird das Blitzlicht reflektieren und ist so prima wiederzufinden. Richtige Antwort, 1.500 Euro. Ja, wir haben auch gerade gesagt, wir fühlen uns auch total überqualifiziert. Ich muss vorsichtig warnen. Ja. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und die Rechnung kommt immer erst am... Ja, genau. Noch ist die Messe nicht mehr. Yes. Wir nehmen jetzt Trick 17. Mhm. Ja. Wie lässt sich durch eine 30-sekündige Laufzeit überprüfen, ob ein Behälter Mikrowellen geeignet ist? A. Vorher und nachher mit einer Gabel dagegen schlagen. B. Vorher mit etwas Wasser füllen. Oder C. Vorher mit einem Lippenstift einen kurzen Strich ziehen. Also die Frage ist, was ist denn das Problem überhaupt bei einem Behälter, der nicht in die Mikrowelle gehört, wenn ich ihn in die Mikrowelle packe? Korrekter Mundo, ja. Was soll denn nicht Mikrowellen geeignet sein? Ist das eine Plastikbox? Ein Plastikding. Aber Plastik ergibt ja keinen Sound vom Schlagen her. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ein Glas, wenn du Glas nimmst, was eine mindere Qualität, da kann sein, dass das Glas zerspringt. Weil es nicht... Ja, Glas natürlich auch. Das kann sein, dass es zerspringt. Aber da würdest du doch nicht... Das Glas wird sich doch nicht anders anhören. Ja, also stimmt hier schon. Bei Glas ist A natürlich, kann A Sinn machen. Ist das denn vielleicht was fürs Buch? Ja, das überlege ich. Das könnte sein, dass das jemand weiß. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn das eine vierstellige Zahl wird da oben. Wäre nicht so schlecht. Die wissen das ja, das sind alles kluge Leute. Die sind ja okay, alles klar. Sonst säßen die hier am Tisch. Okay, alles klar. Okay. Na dann. Wir nehmen das Publikum. Na? Ah, sie haben ja doch gesagt, die wissen. Vorne. Warte. Wir nehmen da hinten die Dame, die ist sofort aufgestanden. Ja, auch schneller. Sie waren ganz klein, ja. Tick schneller sogar noch. Oben. Hallo. Wie heißen Sie? Evelyn. Ja, Evelyn, wo kommen Sie her? Aus Bayreuth. Okay. Extra für die Sendung nach Hamburg gekommen? Toll, Evelyn. Ja, haben Sie noch was vor heute Abend? Gehen Sie noch irgendwo essen in Hamburg? Wir gehen zum Hänsler essen, gute Dame. Wenn Sie richtig beantworten, lade ich Sie ein. Oh, Evelyn. Ja. Ich habe gehört, man kriegt keinen Platz bei ihm. Sie hat gehört, man kriegt keinen Platz bei dir. Jetzt schon. Haben Sie beruflich irgendwas mit Mikrowellen zu tun? Nein. Aber Sie wissen, worum es geht? Ja. Und haben die richtige Antwort parat? Nein, ich muss raten. Alles klar. Ich rate C. Sie raten C. Evelyn? So kurios. Ja. Wie, Sie raten C? Ja. Weil es so kurios ist. Ja. Ja, Evelyn hat die Sendung ab und zu offensichtlich schon mal gesehen. Die kennen die Sendung besser als wir, glaube ich. Ja. Na, also für Evelyn geht es jetzt um mehr als nur die 500 Euro. Aber für Sie, meine Damen und Herren, ist die Frage, richtige Antwort, ja oder nein? Und gibt es 500 Euro obendrauf? Um sicher zu gehen, ob ein Behälter Mikrowellen geeignet ist, kann ein schneller Trick Aufschluss geben. In das zu testende Gefäß etwas Wasser schütten und bei voller Leistung für 30 Sekunden in das Gerät stellen. Ist das Wasser anschließend lauwarm und der Behälter dagegen heiß, ist er nicht für die Mikrowelle gedacht. Ein geeignetes Gefäß absorbiert die Mikrowelle nur geringfügig und leitet die Wärme weiter. Ah, Evelyn, leider falsch. Tja, Steffen. Auf einen schönen Espresso. Ja? Ja? Genau. Nein, wir machen nach der Sendung natürlich trotzdem. Genau. Evelyn, wir machen so, ich organisiere einen Tisch bei Tim Melzer und dann gehen Sie auf einen Espresso. Ja, vielen Dank.
Ey, das war so simpel. Das fand ich zu simpel. Ei, es bleibt bei 500 Euro. Hat der Steffen Hensler die Dame jetzt nicht eingeladen? Doch, auf den Espresso. Doch, hab ich. Vorspeise. Mit dir zusammen. So, weiter geht's. Im Grün. Lass auch mal jemanden kennenlernen. Im Grünen. Hellgrüne Blätter an Tomatenpflanzen. A. Zeigen, dass die Tomaten reif sind. B. Sind ein Hinweis auf Nährstoffmangel. Oder C. Enthalten ein natürliches Mittel gegen Blattläuse. So. Keine Ahnung. Ich würde aber B ausschließen. Und die Tomate bekommt ja alle primären Stoffe. Also Wasser, dann die Photosynthese und dieses ganze Zeug, ne, was da stattfindet. Die blattgrünen Körperchen werden durch Sauerstoff und durch Sonneneinstrahlung mit der Ernährung durch die Wurzel getrieben. Und ich glaube, primär ist die Tomate dran und dann das Blatt. Und wenn das Blatt schon hellgrün wird, glaube ich, ist es ein Hinweis, dass die Tomate eh schon nichts mehr bekommt. Das heißt? Ah. Ich weiß es nicht. Warte. Nee, noch nicht umdrehen. Noch nicht. Wir haben ja noch nicht gesagt. Aber das ist, hast du doch super erklärt. Ja, ich weiß. Aber auf welche Antwort denn? Das habe ich noch nicht verstanden. B. A. A. Was? Ja, A. Sind Sie ein Hinweis auf Nährstoffmangel? Sind Sie auf ein Hinweis auf Nährstoffmangel? Okay. Auf der anderen Seite würde ich aber schließen, das ist hellgrün. Es hat alle Nährstoffe wurden schon an die Tomate gegeben. Mhm. Das heißt, die Tomate ist jetzt reif. Wenn das Blatt noch sattgrün ist, ja, ist die Tomate noch nicht so genährt worden, wie du es gerade erklärt hast. Ja. Und deswegen ist die noch nicht reif. Also deine Erklärung ist eigentlich für A und B gut. C, enthalten ein natürliches Mittel gegen Blattläuse, finde ich jetzt so ein bisschen komisch. Also, ja, aber ich glaube, dass wir bestimmt im Publikum jemanden mit dem grünen Daumen sitzen haben. Wenn dem Publikum, ist egal, ja, wenn dem Publikum, sollen die sich streiten? Ja. Nein. Okay, wer hat denn einen grünen Daumen, einen Garten, pflanzt vielleicht zufällig Tomaten an? Ja. Oh. Oh. Ich kam gar nicht noch dazu, den Karlauer zu machen, ist jemand aus Holland zu Gast. Ja? Hallo. Hallo. Wie heißt du? Yvonne. Yvonne kommt aus? Bickenriede. Wo liegt das? Mühlhausen. Ah, das, Thüringen. Das wiederum sagt mir, aber Bickenriede, genau, habe ich noch nicht gehört. So, Yvonne, du hast einen Garten zu Hause? Wir haben eine kleine Chili-Pflanze, ja. Okay. Ist ja so als eine Art, aber ich kenne mich auch mit Pflanzen aus. Gut. Mhm. Ah, jetzt. Ja, hängt das klingt aber hoch. Sehr viel. Genau, ich würde B nehmen. Die Pflanze muss ja erst grün werden und dann kann sie ja auch erst die Stoffe an die, an die Frucht geben. Genau. Ist ja bei Bäumen etc. alles gleich. Ja. Genau. Also ich würde B nehmen. Wir haben Yvonne jetzt ganz genau zugehört und hier kommt die richtige Lösung. Tomaten lassen sich sowohl im Garten als auch in Töpfen auf Balkonen oder Terrasse anbauen. Am wohlsten fühlen sie sich an einem sonnigen, warmen Standort. Werden die Blätter hellgrün und blass, dann ist das ein Hinweis auf Nährstoffmangel, denn Tomaten sind stark zehrende Pflanzen. In diesem Fall sollte mit einem Flüssigdünger für Tomaten mehrfach gedüngt werden, bis sich die Blätter wieder dunkelgrün färben. Dann sind die Tomatenpflanzen ausreichend mit Stickstoff, Phosphor und Kalium versorgt. So, ihr steht bei 2.000 Euro. Ja, Steffen, der Druck wächst. Bisher kann sich die These hier nicht erklären lassen, dass es an Elton lag, wenn ihr dran steht. Wahnsinn. So einfach die Fragen da drüben. Wahnsinn. Wir nehmen Fragezeichen. Aha. Ja, komm, hab noch. Was lässt sich mit Hilfe des ICD-Schlüssels entziffern? A. Chemikalienbelastung eines Kleidungsstücks. Gott. B. Diagnose auf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Oder C. Anzahl der Vorbesitzer einer mobilen Telefonnummer. Ja, sorry. Was könnte denn ICD bedeuten? International Chemical Device. So, was, so, oder Diagnose auf einer Arbeitsunfähigkeit. Was ist denn eine Diagnose auf einer Arbeitsunfähigkeit? Was ja, also die Idee ist, du wirst arbeitsunfähig, also du kriegst eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ja, und da darf natürlich, sollen bestimmte Dinge nicht draufstehen, damit die Diagnose, ist ja Arztgeheimnis, bleibt ja geheim.
deshalb soll es da diesen ICD-Schlüssel geben, damit es trotzdem draufsteht. Also verstehst du, deshalb finde ich das ein bisschen komisch. Weil wenn man das entschlüsseln, entziffern könnte, müsste wahrscheinlich der Arbeitgeber nur ins Internet gehen, gibt den ICD-Schlüssel ein und weiß dann, welche Krankheit du hattest. Alles klar, okay. Das würde ein bisschen gegen das Arztgeheimnis sprechen. Ja. Wow, das finde ich aber jetzt hier, Würde ich jetzt mal so, also wenn das geht, also weißt du, wie so Abrechnung ich verstehe, steht verstehe, da 43 verstehe, und ist dann eine Beratung auch telefonisch. Ja. Man hat eigentlich nur einen Termin gemacht. Also so. Anzahl der Vorbesitzer einer mobilen Telefonnummer. Warum will man das überhaupt wissen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es steht ja entziffern. Ist das gleich? Ja, du hast dann, aber hast du bei deiner Telefonnummer schon mal einen ICD-Schlüssel bekommen? Nee. Welchen Sinn macht das? Also das wäre ja, dann weiß ich, hey, meine Nummer hatte 4 Vorbesitzer. Ja, finde ich auch total uninteressant. Der Schlüssel ist dann 23. Deswegen, das finde ich total uninteressant. 47 12 7b oder was? Und dann kann ich da 7 draus rechnen? Also interessiert auch keinen. Nee, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich bin nicht ganz weg von B, weil vielleicht ist es ja ein Schlüssel, den nur Ärzte, der Betriebsarzt zum Beispiel, entschlüsseln kann. Ja. Das könnte natürlich sein. Ja, komm, dann lass auch B nehmen. Dann nehmen wir deinen B. Wir nehmen B. Okay. Wer vom Arzt arbeitsunfähig geschrieben wird, dessen Krankheit wird durch einen Diagnosecode verschlüsselt. Dieser sogenannte ICD-Schlüssel wurde von der WHO erstellt, um Krankheiten einheitlich zu gruppieren. Wer zum Beispiel mit dem Code J01.1 die Praxis verlässt, der leidet unter einer Stirnhöhlenentzündung. Und A09.9 vermittelt, dass der Patient sich den Magen verdorben hat. Der ICD-Schlüssel wird übrigens nur der Krankenkasse übermittelt. Der Arbeitgeber erfährt nichts davon. Hast du sehr gut erklärt. Hier. Ihr steht bei 1000. Also wir nehmen alles außer Insekten. Also okay, dann nehmen wir damals. Wie konnte die Bibliothek von Alexandria zur größten Schatzkammer des Wissens in der Antike wachsen? Das wüsste, glaube ich, der Bär. Die Bürger konnten ihre Steuern mit Schriftrollen begleichen. B. Die Stadt gründete 6 Universitäten und lockte Autoren an. Oder C. Alle einlaufenden Schiffe mussten ihre Schriftstücke abgeben. Okay, so. Alle einlaufenden Schiffe mussten ihre Schiffstücke abgeben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann haben die nichts mehr. Und vor allem was für Schriffstücke? Ja, alle. Aufzeichnungen ihrer Fahrt und was erlebt haben. Alle Bücher, alle... Also ich bin ja mal zur See gefahren. Und gut, dass du es ansprichst. Wo denn? Warum? Was hast du da gemacht? Ich bin auf einem Segelschiff gefahren, auf der Sea Cloud. Das ist das schönste Segelschiff der Welt. Und Viermaster. Du hast da gekocht. Ich habe dort gekocht, ja. Aber wenn man dort gekocht hat, musste man auch in seiner Freizeit als Deckhand in die Rahn, in die Maste und musste Segel einholen und sowas. Das musste man machen. Alle Ehre. Und von daher, es findet an Bord, wenn man wirklich um die Weltmeere reist, jeden Tag etwas statt. Solche Geschichten kann man nicht erfinden. Und ich glaube, dass diese Geschichten früher auch Informationen waren, die eine ganz bestimmte Bildung geprägt haben. Und ich glaube, das kann eben auch dazu beitragen, dass dort dann eben auch Wissen gespeichert wurde. Rollen wir mal das jetzt aber von anders aus. Also B, die Stadt gründete 6 Universitäten und lockte Autoren an. Ist ja auch schön, aber die können ja auch Schwachsinn schreiben. Genau, und die Bürger konnten ihre Steuern mit Schriftrollen begleichen, finde ich zu regional. Das kann mir nicht vorstellen, dass eine regionale, weil Bürger, Alexandria, das ist ja eine eingegrenzte Geschichte, kann ja nicht die Bibliothek von Alexandria zur größten Schatzkammer machen, weil das wäre ein regionales Wissen, kein kompaktes, also überregionales. A schließe ich auch komplett aus. Ja. So, Entscheidung. Ja gut, komm, wir nehmen C. Gut. Die Bibliothek von Alexandria entstand Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus. Schon kurz nach der Gründung betrug ihr Bestand schätzungsweise 400.000 Schriftstücke. Im Laufe der Zeit sollen 300.000 weitere Dokumente hinzugekommen sein. Berichten zufolge mussten alle im Hafen einlaufenden Schiffe ihre mitgeführten Schriftrollen abgeben. Diese wurden von Schreibern kopiert. Allerdings erhielten die Eigentümer nur die Abschriften zurück. Die Originale blieben im Besitz von Alexandria. So
Das war. Okay. Ja. Muss man und darf man an dieser Stelle wirklich mal sagen, das war richtig geil erklärt. Ja, 2.500 Euro hier. Sehr gut, ja. Das haben wir gemacht. Muss man ganz klar sagen. Nice. Kann man nichts sagen. Super. Aber ihr könnt jetzt auch noch mal glänzen: Insekten oder Bauwerke? Bauwerke. Bauwerke. Die Insekten meiden die Köche irgendwie. Wer im Winter über den Hoover Dam im Westen der USA geht, A, erfährt einen Temperaturabfall von rund 10 Grad Celsius, B, braucht für die zweite Hälfte fünfmal so lang wie für die erste, oder C, muss seine Uhr neu stellen. So. Der Hoover Dam. Ich bin auf jeden Fall schon mal lang geflogen. Ich glaube, da bin ich schon drüber gelaufen. Ja? Ja. Also er fährt einen Temperaturabfall von rund 10 Grad Celsius. Ich würde es eher umgekehrt sehen. Wenn das Wasser da fließt und tendenziell sind wir erstmal im Winter. Hooverdamm, da ist eh. Licht. Das ist nicht wirklich. Licht in Las Vegas auf der Ecke? Nee. Ja, ja, doch. Der ist, glaube ich, sogar gebaut, um Las Vegas mit Wasser zu versorgen. Nee, nicht klar, ja. Aber ist. Ich kann mir verstehen. Nee. Also nur weil du rüber gehst, sehr wüstig. In den Grand Canyon und so, das ist natürlich schon kälter, ne? Aber warum im Winter und im Sommer nicht? Ich würde im Sommer ja, weil dann sind die Temperaturen extrem hoch drumherum. Und im Canyon eher kalt. Selber ist halt 10 Grad Celsius, weil er das kalte Wasser dort herumgischtet. So, braucht für die zweite Hälfte fünfmal so lang wie für die erste. Also, es kann natürlich sein, dass da. Aber warum soll auf der zweiten. Was soll denn auf der zweiten Seite länger dauern? Das ist auch. Bist du schon mal lang gegangen jetzt? Ja, ja, das ist auch gar nicht. Diese Treppe oder? Nee, ne? Einfach. Gerade rüber, ne? 200 Meter Beton. Ist die Zeitzone da? Das kann ich mir vorstellen, dass der genau auf der Grenze liegt. Und dann gibt es vielleicht Winterzeit in einem anderen Bundesstaat. Okay. Deshalb war ich, würde ich vom Gefühl eher C sagen, ohne jetzt Ahnung zu haben. Ja, was heißt das? Aber nur im Winter? Ja, weil der andere Staat hat keine Winterzeit. Die Bundesstaaten haben verschiedene Zeiten. Und der sagt, komm, wir machen mit Winterzeit und Sommerzeit und der andere Staat macht das nicht. Und deshalb können die das dann frei entscheiden, ne? Ja, weiß ich nicht. Das wäre die Erklärung. Also ich würde, wenn C stimmt, kann ich dir die Fragen beantworten. Okay. Wer im Winter über den... A finde ich halt interessanter als C. Wir nehmen A, komm. Wir nehmen A. Ja. Oh. Also ich sag mal eins. Erz. Ja, die Entscheidung steht. Der Hoover Dam liegt im Westen der USA, genau an der Landesgrenze zwischen Arizona und Nevada. Wer über die Staumauer geht, wechselt zwischen zwei Zeitzonen, der Mountain Time und der Pacific Time. Den Zeitunterschied von einer Stunde kann man an den Uhren der Trinkwasserentnahmetürme ablesen. Das gilt aber nur im Winter, da Arizona keine Sommerzeit hat. Nevada holt also im Sommer den einstündigen Unterschied auf und die Uhren ticken gleich. Kontrolle. Ah. I'm sorry. Ja, ja, ja. Ja, ja. Irgendwie soll es gerade heute nicht sein. Ne? Also es bleibt bei 1.000 Euro. So, aus der Kategorie Insekten. Wenn ein Bienenstaat ausschwärmen möchte, um neue Staaten zu gründen, A, muss die Königin zunächst strenge Diät halten, B, wird als erstes eine Volkszählung durchgeführt oder C, bauen die Bienen Transportboxen aus Waben? C würde ich jetzt mal ausschließen. Die bauen Transportboxen aus Waben? Nein. Vor allem, was sollen die damit transportieren? Ja, Honig. B kann aber doch tatsächlich sein, dass wenn die zu viel sind, dass sie leider dann einen Teil irgendwie zurücklassen. Aber macht das Sinn? Es gibt einen großen Bienenschwarm, es gibt einen kleinen Bienenschwarm. Warum sollte die Königin strenge Diät halten? Warum? 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 Ja, warum? Das ist die... Aber ich schließe C und aber auch B ein bisschen aus, weil warum? Also die zählen und dann gucken sie, wer zurückgeblieben ist. Ah nee, es fehlen noch welche. Wir warten noch. Ich bin irgendwie bei A. Ich weiß nicht, warum die Diät. Vor allem steht hier auch zunächst. Vielleicht macht die eine strenge Diät und am Tag, bevor die loslegen, haut die sich alles rein, was es noch gibt. Genau. Vielleicht muss die Königin ja Diät leben, damit das ganze Volk sich vollfuttern kann, damit sie nämlich alles transportieren und losfahren können.
Wir nehmen A. Wenn Bienenvölker neue Staaten gründen wollen, teilen sie sich im Frühsommer. Die eine Hälfte von ihnen schwärmt dann aus und sucht zusammen mit der Bienenkönigin nach einer neuen Nistmöglichkeit. Laut dem Bienenexperten Jürgen Tautz ist die Königin aber durch ihre riesigen Eierstöcke sehr schwer. Denn als einziges fruchtbares Weibchen im Stock legt sie täglich bis zu 2000 Eier. Die Arbeiterbienen, die die Königin mit Futtersaft versorgen, setzen sie deshalb vor dem Schwärmen auf Diät. Das funktioniert hier nur im Team. Ja. So, damit sind alle 12 Fragen beantwortet. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard und Steffen Hensel haben 1.000 Euro erspielt. Yeah. Elton und Frank Rosin haben 3.000 Euro erspielt. Yeah. Hier ist das Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Sport. Ja. Komm, alles. Sport. Alles, komm. Sport. Komm. Tipp doch erstmal ein, was du möchtest. Musst du noch nicht okay drücken. Jesus. Ey, wenn man so einen Lauf hat wie ihr heute, dann muss man doch alles setzen, ganz ehrlich. Okay. Ganz ehrlich. Oh. 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 Yes, so richtig, den Frank. Hier kommt die heutige Masterfrage. Welche Sportgeräte werden bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 erstmals im Einsatz sein? A. Surfbrett und Rugbyball, B. Baseballschläger und Skateboard oder C. Cricketball und Snookerkugel. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Zeit ist um. Die Spannung steigt. Wir wollen es wissen. Auf welche Antwort habt ihr gesetzt? Wie viel Geld haben unsere Teams riskiert? Wir erfahren es gleich nach der kurzen Unterbrechung. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. So, ich hoffe, Sie hatten bis hierhin Spaß, haben auch vielleicht ein bisschen unser ARD-Quiz-App mitgespielt. Wir stehen kurz vor der Entscheidung. Steffen Hensel und Frank Rosin sind bei uns zu Gast heute. Zwei Meister ihres Faches. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche Sportgeräte werden bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 erstmals im Einsatz sein? A. Surfbrett und Rugbyball, B. Baseballschläger und Skateboard oder C. Cricketball und Snookerkugel. So, Bernhard und Steffen haben 1.000 Euro erspielt und gesetzt. Aber Rugby ist schon geil. Alles! Yeah. Was sonst? Elton und Frank haben 3.000 Euro erspielt und Frank hat am Ende gesetzt 999. Oh, Alter! Das gibt's doch gar nicht. Bernhard und Steffen haben getippt auf Antwort B. Elton und Frank haben getippt auf C. Die richtige Antwort olympisch 2020 sind Baseball und Skateboard. Antwort B ist die richtige, aber es hilft euch nichts. Denn ihr gewinnt mit 1 Euro Vorsprung. 2.001 Euro. Damit sind Elton und Frank Rosin die Sieger der heutigen Sendung. Glückwunsch. Bis zum Schluss, alles richtig gemacht. Ja? 2.001 Euro. Für 55 Zuschauer hinter euch heißt für jeden von euch 36,38 Euro. Dankeschön. Danke, Bernhard. 36,38 Euro auch für unsere drei Gewinner, die in ARD Quiz heute mitgespielt haben und gewonnen haben. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich wieder zur nächsten Ausgabe. Wer weiß denn sowas. Tschüss, danke.
Musik.